Guten Abend. Danke. Ja, also mein Mann hatte Angst, mich alleine nach Europa zu lassen, und weil es so eine Gefahr gibt, dass eine Frau aus Osteuropa dann irgendwann mal im Schaufenster steht. Mein erster Abend in Deutschland. Ich stehe im Schaufenster. Ja, also ich verstehe gar nicht, das ist mein erster Stand-up auf Deutsch, ja, und ich verstehe nicht, wie ihr das schafft, die Deutschen Deutsch zu sprechen und dabei lustig zu bleiben. Also ich meine, bis ich das Wort, das Verb am Ende des Satzes packe, ja, oder gepackt habe, ich habe schon selbst vergessen, was ich sagen wollte. Und ja, also ich meine, ich bin aus der Ukraine nach Österreich gekommen. Ich habe meine Eltern dahin gebracht und heute bin ich nach Deutschland gekommen. Und morgen fliege ich zurück in die Ukraine und zu meinem Mann, damit ich nicht hier stehe. Und als ich nach Österreich einreiste, ja, bekam ich eine SMS, so: herzlich willkommen in Österreich. Sie dürfen den öffentlichen Verkehr kostenlos benutzen, überall in Österreich, und Sie haben 5 GB Internet gratis. Und als ich nach Deutschland einreiste, bekam ich eine SMS: bitte beachten Sie die Quarantäneregeln. Danke. Ja, also, dass meine Eltern von russischen Nazis ja nach Österreich fliehen, das hätte im Jahr 1945 niemand erwartet, oder? Ja, und niemand hat erwartet, dass wir doch einen Krieg haben, sogar wir nicht, obwohl wir waren immer vorgewarnt, ja, dass Leute, ihr solltet etwas machen, zum Beispiel einen Alarmkoffer packen, ja, und ich bin sogar einmal deswegen ins Geschäft gegangen, um Metallteller zu kaufen. Ja, aber die Weingläser, sie waren so schön und außerdem im Sonderangebot. Und ja, und es gibt bei uns im Land jetzt Alkoholverbot. Man verkauft keinen Alkohol. Und das ist der wahre Grund, warum so viele Ukrainer nach Polen reisen. Ja. Heute ist der 26. Tag des Krieges und ich verstehe es immer noch nicht, warum einer kommt in ein Land, in ein fremdes Land und ruiniert alles Schritt für Schritt, was wir aufgebaut haben. Ja, und warum kann das niemand stoppen? Ich meine, wo ist der Tony Stark mit seinem Handschuh, wenn man ihn wirklich braucht, ja, der Iron Man? Ja, ihr könnt vielleicht denken, warum kann ich gut Deutsch sprechen? Es ist so, dass ich in Mykolaiv, das so heißt die Stadt. Ja, ich leitete eine Privatschule und wisst ihr, welches Wort ich in der Schule am häufigsten hörte? Nein? Einige Ideen? Nein? Keine? Also ich hörte jeden Tag hörte ich: oh Gott. So, heute lernen wir ein neues Wort: Pfandflaschenrücknahmeautomat. Oh Gott. Und ich habe das Wort Gott so oft gehört, dass ich glaube, ich kann offiziell also Kirchensteuern von meinen Studenten einsammeln.
Und ich habe auch einen Artikel gelesen, dass es im Deutschen seit der Pandemie 1200 neue Wörter gibt, ja, und ich habe das einem meiner Studis erzählt und der war so, scheiße. Ich komme mit Pfandflaschenautomaten nicht zurecht und neue Wörter dazu. Ich bin 37 und ich habe keine... Ihr seid wirklich geil. Danke. Ich habe vergessen, einen Witz über die Deutschen zu sagen. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen sollte. Okay, ich sage es trotzdem, aber ihr sollt versprechen, ihr müsst euch nicht beleidigen, okay? So, der Witz ist so. Ich war so nervös vor dem Auftritt, aber dann dachte ich mir, ach komm, unlustiger als Deutsche kannst du auch nicht sein. Sorry. Aber das war nicht böse gemeint. So, ich bin 37 und ich habe keine Kinder. Und letzte Zeit habe ich so viele graue Haare bekommen, dass ich denke, ich werde gleich Enkelkinder bekommen. Ja, keine Kinder. Und meine Mutter hat mich selbst auf der Straße auf eine Bank zur Welt gebracht. Das ist eine wahre Geschichte. Nee, es ist nicht so, dass wir auch Krieg hatten, ja, und keine Geburtskliniken hatten. Nein, aber wir hatten keine Handys und keine Taxis und meine Mutter wollte einfach auf den Krankenwagen in der Nacht warten. Und der ist genau gekommen zu dem Punkt, ja, wo man die Nabelschnur durchschneiden musste, ja, so wie ein Bürgermeister. Wie ein Bürgermeister, der kommt, um das rote Band durchzuschneiden, ja, wenn er etwas Neues eröffnet, obwohl ich sah nicht neu aus, ja, eher so wie ein altes Jojo, dessen Faden nicht mehr aufrollen lässt. Ja. Ich habe es mir so vorgestellt. Und ich glaube, meine Eltern sind echte Helden für mich, weil für sie war es viel, viel schwieriger, die Kinder großzuziehen, ja, als es jetzt ist. Zum Beispiel jetzt kannst du dein Kind immer mit GPS folgen, ja, sehen, wo er ist. Ja, und in den 90er Jahren, als ich Kind war, ja, und als ich draußen war und mich eine Stunde vielleicht verspätete, ja, sagten meine Eltern, okay, wir müssen jetzt ein neues Kind machen. Und als ich dann doch nach Hause kam, ja, und hatte ich tatsächlich eine Schwester. Und sie trug meine Klamotten. Und der Vater nannte sie genauso wie mich, ja, so, hey du, wo ist die Fernbedienung, ja. Ja, ich merke, dass ich alt werde und ich habe bemerkt, dass mein Gesicht so nach unten rutscht und ich habe gegoogelt und es nennt sich Gravitationsalterung. Ja, als ob es nicht genug wäre, dass wir Pandemie haben, den Krieg, Teenager mit Lautsprecherboxen, ja. Das Böse kam von der ganz unerwarteten Seite, also Gravitationskraft, hallo. Und jetzt verstehe ich mindestens, warum meine Strumpfhose immer nach unten rutscht. Ja? Ich hatte so Angst, dass ich die Wörter verwechsle und sage nicht die Strumpfhose, sondern die Unterhose.
Ja, und früher wollte ich ganz, ganz lange leben, aber jetzt, ich denke, nein, ich möchte nur bis zu dem Zeitpunkt leben, wo meine Augen am Gesicht bleiben und nicht irgendwo am Bauch darunter. Ja, weil mit der Zeit, ja, ist es immer und immer möglicher, ja, dass du einfach beim Pullover anziehen deine Augen irgendwie nach unten tust. Ja, und in der Ukraine habe ich oft so Gesichtspflege und Körperpflege gemacht. Jetzt kann ich mit wenigen Sachen auskommen und ich verstehe Leute nicht, die über so kleine Unannehmlichkeiten oder Unbequemlichkeiten beklagen. Zum Beispiel, ich habe einen Bekannten aus der Schweiz und er spricht ständig über ein Problem, das ihn stört, und zwar seine Knie knacken. Und es ist nicht so, dass ich beim Gespräch das Gefühl habe, dass er würde immer Chips essen. Nein. Und ihm wurde gesagt, das liegt wohl an Karma. Ja, er hat schlechtes Karma und er sollte einfach im früheren Leben Scheiße gebaut. Ja? Und anscheinend ist die Medizin in der Schweiz so gut, ja, dass die Ärzte sagen, okay, wir haben sie untersucht, sie sind völlig gesund, ja, in diesem Leben. Ja? Versuchen Sie mal im vorigen Leben nachzuschauen. Und er reist vom Land zu Land, um zu verstehen, wo er gelebt hat, ja, und wo er Scheiße gebaut hat. Und komischerweise reist er immer in die schönen Orte. Ja? Bahamas, Maldiven, Malta. Ist es nicht logischer, dass man Scheiße baut, wenn man zum Beispiel, sagen wir, in Russland lebt? Und also es ist so, dass statt dieses Leben zu leben, ja, sucht er, was er im vorigen Leben machte, und im nächsten Leben wird er suchen, was er in diesem Leben machte. Ja? Und er wird herausfinden, dass er einfach sein Schweizer Leben vergeigt hat, weil seine Knie knackten. Ja, also zum Ende möchte ich sagen, dass vergeigt euer Leben nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt mal ohne Witz, wenn mich jemand hört, bitte schließt den Himmel. Danke. Für euch, Olga Stepchenko. Come on.